Die Idee der Olympischen Spiele der Neuzeit ist mehr als 100 Jahre alt und trotzdem aktueller denn je. Seit mehreren Monaten versuchen Befürworter der Spiele, die Allgemeinheit auf ihre Seite zu ziehen. Mit einer großen Abschlussveranstaltung vor dem Brandenburger Tor sollte noch einmal auf sich aufmerksam gemacht werden. Wir haben ein einziges Ziel. Wir wollen die Olympischen Spiele 2024 oder 2028 in der Stadt in Berlin. Aber wir müssen uns gegen Hamburg durchsetzen. Um dieses Unterfangen zu bewältigen, zeigte die Hauptstadt in typischer Spontanität ihre großen Olympia-Ambitionen. Vertreter des Berliner Sports und Neubürgermeister Michael Müller übergaben vor dem Brandenburger Tor 100.000 Unterschriften an den Deutschen Olympischen Sportbund. Unterstützt wurden sie dabei von mehr als 600 Kindern und Jugendlichen. Ich selber als Kind oder Jugendliche hatte auch so ein bisschen die Zeit, wo es darum geht, dass Berlin sich für 2000 bewirbt. Und ich weiß, wir sind vom Training zurück und dann kam leider die Entscheidung gegen Berlin gefallen und für Sydney. Und da war ich schon als Berlinerin erstmal traurig und enttäuscht, weil so Spiele in der eigenen Stadt die Möglichkeit zu haben, ist nochmal ein i-Tüpfelchen, glaube ich. Die endgültige Entscheidung des DOSB rückt immer näher. Mit einer repräsentativen Telefonumfrage von ca. 1500 Menschen in beiden Städten wird kommende Woche das Urteil gefällt. Welche Bürger wollen die Spiele wirklich? Welche Stadt kann die Spiele wirklich? Berlin ist eine total sportverrückte Stadt. Wir sind Großveranstaltung erfahren. Berlin hat einfach die Infrastruktur. Wir haben sicherlich auch eine Kultur hier, Multikultur, die zur olympischen Idee ideal passt. Und deshalb sage ich, die Spiele gehören in die Weltstadt Berlin. Wer den Zuspruch nun erhält, wird sich zeigen. Klar ist aber, sollte Berlin die Spiele 2024 oder 2028 erhalten, könnte die Stadt noch über Jahre hinaus von Olympia profitieren.